Und wir sind zurück bei Gothic 3 Enhanced Edition. Mit einem der beiden Jäger, hier haben wir schon gequatscht und den sogar überzeugt, nach Okara zu gehen. Einer bleibt noch übrig. Candela. Na, auch auf der Jagd? Was jagst du? Ich habe schon alles gejagt, was es in diesem Land zu jagen gibt, Fremder. Aber mein Spezialgebiet sind Schattenläufer. Ich stehe auf die Hörner von den Biestern. Schattenläuferjagd? Darüber könnte ich dir einiges erzählen. Tatsächlich? Große Worte, würde ich sagen. In der Umgebung dieser Ruine gibt es zwei wirklich garstige Exemplare. Wie wär's, wenn du mir deine Jagdkünste mal zeigst? Die garstigen Schattenläufer sind erledigt. Gut gemacht. Du hast ja echt was auf dem Kasten, würde ich sagen. Verkaufst du mir die Hörner von den Biestern? Ja, guck mal hier. Kann ich jetzt machen. Scheiße. Ich hab die schon verkauft. Jemand wie du wird bei den Rebellen in Okara gebraucht. Rebellen in der Eisenerzmine? Da haben sie sich also versteckt. Clever, die Jungs. Das muss ich ihnen lassen. Geh nach Okara. Die Jungs brauchen Männer wie dich. Wenn du das sagst, in Ordnung. Wir treffen uns dort. Und vergiss nicht, du wolltest mir noch die Hörner verkaufen, nicht wahr? Zeig mir deine Ware. Oh yes, der Pfeile. Sehr schön. So, die Metalltruhe ist wahrscheinlich locked, hä? Ich brauche einen Dietrich. Womit denn? Womit denn? Ich brauche einen Dietrich. So ein Dreck. Na gut. Mal ganz schnell zurück. Ich muss wahrscheinlich die scheiß Schattenläuferhörner zurückkaufen. Oh, ist das ärgerlich, ey. Hätte ich die mal nicht so leichtfertig aus der Hand gegeben. Wenn ich die jetzt kaufen will, kosten die wahrscheinlich ein Vermögen. Ich bin so ein Dödel, ey. Oder ich warte einfach, ich guck mal, wie teuer die sind. Wenn die nur 200, 300 Gold kosten, aber wenn die 400 Gold kosten, dann pfeife ich drauf. Ganz im Ernst, dann kaufe ich die dem nicht ab. Für 10.000 Gold oder so, keine Ahnung. Ich bin ja wirklich nicht so gut mit Gold versehen im Moment. Ach, hier ist der Teleportstein. Ha! Draußen liegt er rum. Schön zu sehen. Am besten du hältst dich da raus. Da hinten ist er. Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Zeig mir dein. Als wenn das so einfach wäre. Ja. Fast gedacht, dass es so viel kostet. Egal. Dafür gibt es dann immerhin nochmal Erfahrungspunkte, also von daher. Wenn er so weitermacht, wird das niemals. Wegen eures Männermangels. Irgendwann ist doch das vorbei. Candela, der Jäger, bleibt ab jetzt in Okara. Sehr gut. Ich hoffe, das war nicht der letzte, den du für uns finden konntest. Der Jäger Fraser wird ab jetzt für Okara arbeiten. Jäger können wir immer gebrauchen. Danke. So, dann mal ganz kurz schlafen und dann hoffe ich, ist der Junge dann wieder hier. Trotzdem gefällt mir das Ganze gar nicht. Klar, warum nicht? Da ich ist bin vor allen Dingen auch auf den Dämon gespannt. Das hat uns gerade noch gefehlt. Hier hast du deine zwei Schattenläuferhörner. Besten Dank. Hier ist das Gold und zwei Heiltränke. 200 Gold. Da haben wir ein mächtiges Problem. Zeig mir deine Ware. Schade, er hat noch... Du hältst dich da raus. Dafür brauche ich Zähne. Auch interessant. Scharfer Pfeil. Ist das dein Ernst? Gut. Richtig, aber trotzdem geht das nicht. Gut, 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 gut. Dann werde ich mich jetzt mal in die Berge wobei, nein. Nein, nein, nein. Erst. Das hat uns gerade noch gefehlt. Werde ich jetzt mal
Irgendwann ist doch das vorbei. Jetzt erstmal nach ein paar neuen Pfeilen suchen, nach Dietrichen, halt der ganze Kram. So. Da sind wir in Redock. Zeig mal. Pfeile, das ist echt ein Trauerspiel, dass es nicht mehr gibt. Hat er Dietriche? Scheinbar nicht. So, haben wir hier noch wen? Nein. Dann geht's jetzt nach. Nee, Okara, da kommen wir gerade her. Montera. Bei Montera eher weniger Sinn macht, ne? Aber ich könnte noch mal einen kurzen Bericht abgeben. Trotzdem geht das so nicht weiter. Der letzte Scheiß. Wegen der Söldner. Elbe hat massive Probleme, seine Leute auf dem Kornhof anzuführen. Du meinst, ich sollte ihn auswechseln? Das hast du gesagt. Richtig. Okay. Ich werde darüber nachdenken. Gute Arbeit. Weiter so. Schön, 200 Gold. Vielleicht hat der da hinten noch was. Hab gehört, du bist der neue Arena-Champion in Montera. Gratulation, das ist schon was. Hier sind deine Weizensäcke. Alles klar, aber ich brauche 15 davon. Geh und hol den Rest. Verkaufst du auch deine Ware? Klar, du musst nur danach fragen. Zeig mir deine Ware. Dietriche, sehr schön. Hier hast du Gold. Handelst du jetzt mit mir? Sag mir, was du willst. So, jetzt hat man eine Ware. Zeig mir. Hör bloß auf mit der Scheiße. Oh, das war nicht lohnenswert. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal gemacht, ne? Aber er kann mir Rohstahl verkaufen. Vielleicht brauche ich den später noch. Also ich denke, es ist okay, dass ich da 500 Gold hingeblättert habe. Das hätte er doch besser wissen müssen. Hör bloß auf mit der Scheiße. Dann schauen wir mal nochmal nach Kapdun. Denn da weiß ich hundertprozentig, dass der Jäger davor auf jeden Fall was dabei hat. Ja, und ich denke natürlich, dass wir früher oder später auch nicht drum herum kommen, Montera wirklich auch anzugreifen. Hat der sonst noch was Interessantes? Nee, ja nicht. Ich brauche unbedingt mehr Dietriche, ey. Ganz dringend. Wer ist das? Rebell. Aber da hinten ist jetzt ein Händler, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Hier. Einige Probleme erledigen sich von selbst. 10 Dietriche. Danke. So, schön. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Dann kann ich jetzt auch wieder zurück nach Montera. Weil dort gibt es jetzt sowieso noch einige Aufgaben für mich. Dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Ist das dein Ernst? Ich guck mal eben kurz. Das hätte er doch besser wissen müssen. Redock. Kapdun, wir müssen Montera, genau.
weiß, Mann, ich weiß. Wenn du aus dem Westhof von Montera Richtung Trelis reist. Glaubst du wirklich? Wo ist ein Trelis? Das ist Guta. Sukara? Das ist Trelis. Der letzte Scheiß. Also hier lang. Durch das Tor. Gut, machen wir das. Organisieren wir ihm seine Schatulle. 717 Pfeile. Ist jetzt auch nicht so schlecht. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Als wenn das so einfach wäre. Irgendwann ist doch das vorbei. Das nimmt kein gutes Ende. Ja, was willst du hören? Ja, irgendwie da hinten, ne? Richtig, aber trotzdem geht das so nicht weiter. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Gucken wir mal. Ja, das müsste dieser Pfad hier sein. Ganz klar. Gut, ich speichere mal. Ich glaube, ich habe mich lange nicht mehr gemacht. Das Risiko kenne ich ja mittlerweile. Aber aus Schaden wird man klug. Wer ist das? Ach, das sind die Rebellen. Was machen die denn hier? Für den König! Du bist ganz schön mutig. Was meinst du? Mit dem Spruch kommst du nicht weit, bei der von Orks besetzten Gegend hier. Uns Rebellen erkennt man sowieso auf 1000 Meter Entfernung. Du solltest uns mit ein wenig mehr Respekt behandeln, sonst wird es dir wie den Wüstenhändlern ergehen. Von welchen Wüstenhändlern sprichst du? Wenn du die Straße nach Westen folgst, kannst du noch ihren alten Kram liegen sehen. Wir haben sie ausgenommen und in die Flucht geschlagen. Was machst du hier? Ich warte auf eine Nachricht von unserem Mann in Montera. Euer Mann? Wir haben einen Mann bei den Söldnern eingeschmuggelt. Er soll herausfinden, wann der richtige Moment ist, eine Revolution zu starten. Ich will bei euch mitmachen. Dann beweise es. Seit einigen Tagen lungert so ein dämlicher Söldner bei unserem Treffpunkt herum. Der Kerl stört unsere Kontakte untereinander. Mach, dass er verschwindet. Wo ist euer Treffpunkt? Auf dem Hügel südlich von Montera. Dort steht eine alte Turmruine. Erzähl mir mehr über euren Spitzel bei den Söldnern. Nur weil du mich noch nicht getötet hast, bedeutet das nicht, dass ich dir vertraue. Das wäre zu einfach. Da hat er recht. Ihr habt die Wüstenhändler ausgeraubt? Und wie wir das haben. Doch bevor du auf dumme Gedanken kommst, wir haben schon alles nach Okara gebracht. Erzähl mir mehr über Okara. Darüber wirst du noch früh genug etwas erfahren, glaub mir. Na gut. Dass sich mir die vorher noch nicht aufgefallen sind, ist auch irgendwie ein Trauerspiel, ne? Danke für das Gold. So. Okay. Hier muss irgendwo... Ah, hier ist die Goldschatulle. Das wird sie ja wohl gewesen sein. Meine Güte. Armselige Kreatur. Nervige Kreatur, würde ich eher sagen. Ne? So, ich will jetzt, glaube ich, gar nicht weitergehen. Ich habe natürlich jetzt keine Ahnung, welchen Treffpunkt die meinen. Südlich. Das heißt, das Ganze muss hier sein.
Da, da oben. Das wird's sein. Da hinten. Ich werde mal eben kurz ein bisschen was essen. Und dann gucke ich mir die Stelle mal ein bisschen genauer an. Beziehungsweise ich mache jetzt hier erstmal eine Pause und gucke mir das im nächsten Part ein bisschen genauer an. Und ja, wir hören uns dann morgen und dann schauen wir mal. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.